diese zunehmende Reude an Vereinheitlichung, Integralisierung, Verordentlichung, Vermessung der Welt, Proportionalisierung zeigt sich, imponiert zum Beispiel als das Darwin'sche Selektionsprinzip, wobei es hier mehr um Epigenetik als um Genetik geht, nämlich Anpassungsfähigkeit an die Umstände. Eine der ersten Proportionalisierungen ist im aphanysischen Mythem am Körper geschehen. Nach Aufrichtung der Menschenwesen mit Dysfunktionalisierung der Geschlechtsorganellen und dem ganzen nicht mehr hinhauenden Krimskrams einer schnellen Austausch-Plasmidübergabe, sondern zunehmend höheren Mehrwertsanforderungen, wobei der imperative, angeborene Befruchtungsfurchen, Attraktionsimago, nämlich der hinteren Rundungen, die den Taleingang zum Allerheiligsten des Adytons anzeigt, was schon bei primitiven Lebewesen einem angeborenen Muster entspricht. Von Jürgen von der Lippe ironisiert wird als: Wo ist denn der Popo verschwunden, als das Weibchen sich aufrichtete und damit die Milchdrüsen der Schimpansin diese Funktion der imaginären Attrahierungs-Imago sehr schnell übernahmen, indem sie zu prallen Milchdrüsen anschwollen, um diese Attrahierungslandschaft von Bergeshügeln, auf denen salomonische Kitzlein grasen, nachzuahmen und die Funktion zu verdoppeln oder sogar das Gewicht sozusagen auszugleichen zwischen vorne, hinten und einer Sanduhrform sagittal gesehen, die in ein Fragezeichen von der Seite her gesehen mündet. Das ist auch schon eine Integralisationsleistung, eine Vermessung, eine Proportionalisierung der Welt eines Wesens, das immer aus dem unvollständigen Unganzen, dem aufklaffenden Loch, eine Zustopfungslösung findet, und sei sie halluzinatorisch, phantasmatisch.